Jo, hier ist Mr. Mike. Heute will ich euch mal ein Wurfspiel aus meiner Jugendzeit zeigen. Und zwar das Königswerfen. Beim Königswerfen geht es darum, von verschiedenen Positionen zu werfen und zu treffen. Das Spiel kann man super mit mehreren Spielern spielen. Ein Spieler fängt bei der ersten Position an. Wenn er trifft, darf er zur nächsten Position vorrücken. Sollte man allerdings nicht treffen, ist der andere Spieler dran und darf dann sein Glück versuchen. Und so wandert man durch jeden Treffer zur nächsten Position weiter. Die jeweiligen Positionen habe ich euch hier mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Man kann diese Position natürlich auch nach Belieben variieren. Man kann dabei natürlich auch die Regeln variieren. Zum Beispiel gab es bei uns immer die Regel, dass derjenige, der einen Airball wirft, immer wieder zurück an erste Stelle musste. Der allerletzte Wurf musste ein 3-Punkte-Wurf sein. Der Gegenspieler durfte sich immer aussuchen, von wo dieser 3-Punkte-Wurf geworfen werden musste. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal in der Praxis. Das ist wirklich ein super entspanntes Wurfspiel, auch ein super Training, um seinen Wurf von verschiedenen Positionen zu trainieren. Wer es noch nicht kennt, probiert es einfach aus, spielt es gegeneinander, auch alleine. Hauptsache werfen, weil werfen ist einfach die beste Übung. Ich sage danke fürs Zugucken, abonniert mich noch für alles weitere. Vielen Dank, euer Mr. Mike. Böö.